Ich halte mich fern von Betrügern und Lügnern, denn die ganze Welt ist voll davon und das spürt man. Man kann sehen, dass man ständig verarscht wird, die Menschen sich bekämpfen und das nur wegen Habgier. Die Politik ist nicht ganz unschuldig, nein, sie ganz allein ist der Grund für den Scheiß. Sie versprechen uns mehr, immer mehr soll es sein. Merkel, du weißt, es wird ernst mit der Zeit. Die Wahrheit, du kennst sie, wir alle wissen's. Im deutschen Fernsehen haben uns die Medien beschissen. News, die verfälscht werden, bloß nicht an den Mann bringen. Ihr seid schuld dran, dass wir mit der Angst leben. Fasst euch an den Kopf und hakt nach. Ihr verbreitet eure Lügen und das Tag für Tag. Versetzt euch in die Lage der Bürgerschaft. Sie sitzen vorm Fernseher und glauben diesen blöden Quatsch. Syrien weint und die Christen verbluten. Das Gute hat in diesem Land nichts mehr zu suchen. Wir werden verfolgt seit dem ersten Tag. Ist das Schicksal, Deutschland erklärt es mal. Syrien weint und die Christen verbluten. Das Gute hat in diesem Land nichts mehr zu suchen. Wir werden verfolgt seit dem ersten Tag. Ist das Schicksal, Deutschland erklärt es mal. Der 11. September, der Tag der Verdammnis. Viele Jahre glaubten wir an Osamas Angriff. Doch irgendwas stimmte nicht an der Geschichte. Irgendwas war falsch, irgendwas war nicht richtig. George Bush, er spielt dabei die Hauptrolle. Plante die Tat und dann geschah das Grauenvolle. Es ging um Politik, um Geld, um Macht. Er kümmerte sich nicht um die folgende Schlacht. Wir glauben, was wir sehen und wir sehen, was wir glauben. Wie konnte man sich nur so ein Fehler erlauben. Irak ist im Krieg, Libyen, Afghanistan. Heute laufen die Rebellen in Syrien die Straßen lang. Das einzige Land mit großer Toleranz. Alle Religionen lebten friedlich zusammen. Jetzt fragt man sich, wird alles gut irgendwann? Oder besser, ich frag, wann zieht der Iran in den Kampf? Syrien weint und die Christen verbluten. Das Gute hat in diesem Land nichts mehr zu suchen. Wir werden verfolgt seit dem ersten Tag. Ist das Schicksal, Deutschland erklärt es mal. Syrien weint und die Christen verbluten. Das Gute hat in diesem Land nichts mehr zu suchen. Wir werden verfolgt seit dem ersten Tag. Ist das Schicksal, Deutschland erklärt es mal. Es herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. In über 50 Ländern sind Christen verzweifelt. Liebe deine Feinde, so steht es in der Bibel. Dennoch hat man Angst um dein Leben übertrieben. Amerika ist schuld, ihr habt es dazu geführt, dass Christen aus dem Orient heute die Schmerzen spüren. Syrische Bürger, sie stehen unter Beschuss. Mitten im Massaker, wann ist schlussendlich Schluss? Es war das Land, das für Frieden stand. Die Referenz im Orient, wo Religion keine Rolle fand. Augenzeugen berichten über Quälerei. Was man dort sieht, ist leider der Ernst der Zeit. Jedes Land denkt an sich, sonst nichts. Ein politisches Verbrechen hinter dreckigem Gesicht. Ich sag's euch ins Gesicht, wie verlogen das ist, ey. Die Strafe, die ihr kriegt, steht ganz oben auf der Liste. Syrien weint und die Christen verbluten. Das Gute hat in diesem Land nichts mehr zu suchen. Wir werden verfolgt seit dem ersten Tag. Ist das Schicksal, Deutschland erklärt es mal. Syrien weint und die Christen verbluten. Das Gute hat in diesem Land nichts mehr zu suchen. Wir werden verfolgt seit dem ersten Tag. Ist das Schicksal, Deutschland erklärt es mal.